Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man Webserver-Logs grafisch und auf der CLI mit GoAccess analysiert. Ihr habt richtig gehört, ihr habt alle irgendwelche Webserver laufen. Ihr habt vielleicht sogar ein Nginx Proxy Manager laufen. Oder ihr habt einfach vielleicht einen normalen Apache bei euch auf dem Webserver laufen und wollt einfach mal sehen, ey, was ist da los? Und das natürlich entweder so, wie ihr es jetzt gerade seht, jetzt ist es weg, auf der CLI, so ein bisschen matschig auf der CLI oder eben im Browser und das nur wirklich anhand eurer bestehenden Logdatei. Ich klicke einmal auf Live-Demo, wir gucken natürlich auch gleich live mal auf meinem Server drauf, beziehungsweise der seit 2 Tagen jetzt anders ist, wie auch immer zeige ich euch. Das ist das Dashboard, was wir erwarten, wir sehen es auch wirklich gleich live bei mir am Server, ich zeige euch auch, wie man das Ganze ausrollt. Bevor ihr alle wieder rumrollt, ich mache erstmal wieder Dark Gray, damit ihr alle nicht mehr sagt, bitte Dark Mode, da habt ihr den Dark Mode, wunderbar. Ja, was sehen wir hier? Ne? Erstmal zur Übersicht. Man kann das Ganze auch so ein bisschen schöner gestalten, habe ich schon gesehen. Da horizontal, dann hat man so ein bisschen mehr Bild, auf meinem Monitor zumindest. Ja, was sieht man denn eigentlich so? Man sieht natürlich die Visitors per Day. Wann kommen die denn überhaupt? Zu welchen Uhrzeiten? Ihr könnt sehen, auf welche URLs greifen die denn zu? Was sind so Static Requests? Also zum Beispiel Einhängepunkte. Hier zum Beispiel haben wir eine CSS, Main CSS. Ist natürlich klar, dass die häufig abgefragt wird, weil die eigentlich bei jedem Aufruf einer Webseite irgendwie abgefragt wird. Aber auch 404-Anfragen, wo bekommen Leute Errors? Operating Systems, also da wird auch ausgelesen, oh, was benutzen meine Besucher denn für einen Browser? Ne? Oder hier, eigentlich ziemlich geheim, darf man wieder alles nicht zeigen, woher kommen denn die Leute? Und IP-Adressen. Hier auch nochmal, von welchem Browser kommen sie. Man sieht auch immer schön, wie viel Gigabyte, über welchen Browser, wann kommen die Leute. Auch interessant für die Leute, die wirklich analysieren wollen, okay, wann kommen denn die Leute bei mir auf die Webseite? Morgens, Mittag, abends, nachts, wie auch immer. Kommt immer darauf an, deutschsprachige Seite, englischsprachige Seite, globale Seite und. Auf jeden Fall könnt ihr, und darum geht's, anhand von euren bestehenden Logs euch das hier mal eben einfach anzeigen lassen. Ja, man installiert auf Debian einfach ein Tool oder man macht einfach einen Docker-Container, aber dazu kommen wir einfach mal jetzt. Das Schöne dabei ist, GoAccess gibt es wirklich einfach mal erstens dokumentiert und zweitens B für alles. Das heißt, erstmal, man kann es einfach per apt-get installieren, wenn man möchte, ist dann einfach ein kleines kompiliertes Tool, was einfach, ihr seht schon, der einfachste Weg ist einfach GoAccess, dann die access-log-Datei -c und ihr startet halt eben auf der CLI einfach ein Terminal. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Das ist der aktuelle Webserver, da sehen wir leider nicht ganz so viel, aber wir machen es einfach mal. GoAccess, dann suche ich mir einfach von meinem Apache meine Log-Datei raus. Also, wo liegt die? War log Apache. Und dann gibt es, glaube ich, die Access-Log. Das ist zumindest die aktuelle Access-Log. Alles klar, -c noch, bumm. Dann fragt er nach einem Format. Apache ist das erste NCSA-Combined-Log-Format. Einfach mit der Leertaste wählen und Enter. Ja, ich habe ja gesagt, dieser Server, wo wir uns gerade drauf umsehen, existiert jetzt seit 2 Tagen. Deswegen sehen wir jetzt gerade nicht allzu viel. Aber trotzdem kann man jetzt genau das, was wir gerade eben schon gesehen haben, einfach hier mal nachvollziehen. Ja, auf der CLI nicht ganz so schön. Aber für die, die halt eben keine Ports frei haben oder das wieder nicht dürfen oder was auch immer, kriegt man diese ganzen Informationen einfach auch mal, ja, summiert, sagt man ja, anhand von der Logdatei einfach mal angezeigt. Statische Anfragen, 404s, Besucher, IP-Adressen, von welcher IP-Adresse kommen die meisten Anfragen, Betriebssysteme, alles das, was wir gerade auch schon hatten, nur halt eben direkt auf der CLI eben angezeigt, auf die Schnelle. Wie gesagt, hier sehen wir jetzt relativ wenig. Es gibt auch ein paar Optionen, wo man es einstellen kann, aber viel geiler ist das Ganze doch eben auf der Web-Oberfläche, oder? Und da wollte ich euch eigentlich mal die richtige Sache zeigen, wo wir mal live meine Daten sehen. Und GoAccess ist natürlich nicht für, ja, den Nginx persönlich da, sondern im Endeffekt dafür da, um Webserver-Logs zu analysieren. Also das kann der Nginx sein, das kann der Apache sein, das kann der Tomcat sein, das kann der halt eben alles nur anhand von einem Access-Log. Ich habe es jetzt zum 20.000 Mal Access-Log gesagt, aber das ist ja das Faszinierende daran, dass es einfach nur anhand von einem Access-Log diese Daten uns einfach aufbereitet. Natürlich kriegt man dann nicht mit alles raus und der Access-Log muss gefüllt sein. In der Regel ist er das. Trotzdem ist das bemerkenswert, was der einfach anhand der Access-Log-Datei uns anzeigt. Viel interessanter, ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt das als Installation, als aus den Paketquellen für Fedora, für irgendwas, für Docker, für einfach alles.
Ne? Und das ist das Schöne daran und es ist nochmal dokumentiert. Ich wollte euch jetzt aber mal den wichtigeren und für uns interessanten Part zeigen. Dann klar, wir können es natürlich für unseren Apache machen, da sehen wir jetzt gerade aber nichts. Aber ich will euch das mal für den NPM zeigen. Für den Nginx Proxy Manager, ich habe hier natürlich ein paar Webseiten laufen gehabt und da wird das jetzt auch ganz interessant werden, wenn wir jetzt das einfach mal dafür starten. Wichtig, für den Nginx Proxy Manager brauchen wir natürlich wieder ein eigenes Log-Format. Das bringt jetzt Go Access direkt nicht mit. Das kann man aber hinterlegen. Ich habe sogar schon im Internet ein paar Seiten gefunden, die gesagt haben, was hat der NPM für ein Log-File, aber es gibt immer irgendwelche, die haben es schon geschaffen. Go Access for Nginx Proxy Manager Logs und hier haben wir es ganz normal direkt fertig. Werde ich euch auf meiner Webseite posten, Link hier unten drin. Wie einfach der Weg ist, jetzt einfach den Docker-Container zu starten auf die Log-Datei vom Nginx Proxy Manager. Hier steht auch alles erklärt, ich zeige es euch jetzt erstmal auf die Schnelle. Ich habe es nämlich für mich jetzt einfach mal passend zusammengebaut. Wir kopieren das Ganze einfach mal, ich erkläre es euch auch sofort natürlich. Und wir packen das Ganze einfach mal bei mir hier auf meinen NPM. So, was steht jetzt hier? Docker Create ist wohl klar, ne? Erstelle. Name Go Access auch klar. Restart Always, also jedes Mal, wenn halt eben mein Docker Host neu startet, start auch bitte das hier neu. Port 7880 auch irgendwie klar. Und jetzt kommt das Wichtigste oder die zwei allerwichtigsten Zeilen. Und das ist die Zeile hier, dass er bitte ein Volume, ne, oder ein Mount macht auf mein Hauptsystem dorthin, wo meine ganzen Log-Dateien vom Nginx Proxy Manager liegen. In meinem Falle ist das jetzt hier unter root npmdata/logs. Da liegen meine Log-Dateien drin vom Nginx Proxy Manager. Das müsst ihr natürlich für euren Nginx Proxy Manager nachgucken, wo er liegt. Das kann auch unter var lib docker volumes liegen, wenn ihr docker volumes angelegt habt oder keine Ahnung wo, je nachdem wo von eurem Nginx Proxy Manager die Logs liegen. Ihr müsst lediglich den Ordner angeben, keine Datei. Und dann einfach, so wie dieser Docker-Container es haben möchte, gerne gemappt in /opt/log. So, und die zweite Weg ist, und der zweite wichtige Punkt ist, skip archive logs false. Dann geht ihr nämlich jetzt wirklich hin und crawlt einmal die ganze Log-Dateien bzw. Log-Dateien einmal komplett durch und erstellt uns direkt eine Liste. Lassen wir das weg. Dann macht er nur eine Live-Analyse. Das heißt, er guckt ab jetzt, diesem Zeitpunkt, wo ihr startet, in die Datei rein und macht halt eben erst ab da eine Analyse und guckt nicht rückwirkend rein. So, wir haben es einfach mal erstellt. Docker PSA. Wir müssen die Kiste noch starten. Und jetzt werdet ihr gleich schon mal sehen, Docker Start, dann die Container-ID. Das dauert einen Augenblick. Wenn wir die Webseite nämlich jetzt aufrufen, ich habe es schon mal vorbereitet, kommt hier erstmal ein Loading, weil er halt eben jetzt wirklich, und bei mir ist es wirklich nicht wenig, ich glaube, ich habe eben gesehen, 1,6 Millionen Zugriffe oder sowas, global, oder Access Logs, die er durcharbeiten muss. Deswegen dauert das Ganze jetzt einen Augenblick, ich glaube, bei mir so ungefähr eine Minute, bis hier halt eben wirklich die ersten Ergebnisse kommen, aber dann natürlich auch live. Ne, ab dann aktualisiert er sich automatisch live, wenn irgendwelche Zugriffe da sind, die er eben mitloggt. Ich warte jetzt hier eine Sekunde und dann sehen wir uns wieder. Ich habe zwischenzeitlich einfach mal Edge Top aufgerufen, damit ihr wirklich seht, dass der Go Access hier gerade das Archive komplett durcharbeitet. Ihr seht, das ist einzeln ein Prozess, der wirklich auf den CPUs, teilweise auf einer CPU, komplett Power macht, also 100% die CPU auslastet. Leider Gottes auf einen Kern. So ist es halt. Aber er sollte jetzt gleich auch wirklich fertig werden, damit wir endlich im Browser, ihr seht ihn schon im Hintergrund, was sehen können. Kaum quatsche ich drüber, haben wir was. Ihr seht, Total Requests 1.409.000. Ganz wichtig, wenn ihr das bei euch macht, live, ne, dann seht ihr jetzt auch hier wirklich live. Also das aktualisiert sich die ganze Zeit, live, live, live. Er nimmt jetzt wirklich aus der Log-Datei die neuen Requests auf. Ich kann ja versuchen, wenn ich jetzt hier mal einen Request drauf mache. Ne, den lockt er natürlich nicht mit, habe ich mir gedacht. Die anderen kann ich gerade nicht aufrufen, weil es die halt eben schon leider gar nicht mehr gibt. Deswegen sehen wir es jetzt hier gerade nicht. Aber das ist ja genau das, was wir eben auch schon live auf der Demo-Page gesehen haben. Nur, dass das jetzt meine Daten sind aus dem Nginx Proxy Manager. Ich habe mir die Frage gestellt, wofür braucht man es? Natürlich erstmal sehr interessant zu sehen, wann, wie, wo, woher, kommt wer. Aber auch gerade dieses, ja, wenn ihr zum Beispiel zu Hause bei euch mit einem Nginx Proxy Manager ein Bitwarden irgendwie laufen habt, könnt ihr mal sehen, oh, wer greift denn da auf mich zu, von wer, von wo kommt denn wer? Hier sind wieder IP-Adressen. Habt ihr nicht gesehen? Haltet euch die Augen zu, darf man nämlich nicht zeigen, IP-Adressen, habe ich gelernt. Und das Ganze gibt es halt eben jetzt auch in schön.
keine Frage. Ihr könnt auch das Nginx Proxy Manager einfach in den Go Access so werfen und hättet es halt eben auch auf der CLI wieder. Ihr müsst nicht hier diesen Docker-Container nehmen. Ne? Aber trotzdem, für einfach mal gesehen, ist das ziemlich, ziemlich cool. Und auch einfach mal, dass er uns anzeigt, ja, wie viel Traffic haben wir denn verursacht mit unseren ganzen Webservern. Echt, echt klasse. Ansonsten funktioniert auch direkt. Man kann halt eben direkt auch hier ja, andere Farben auswählen. Man kann das Ganze so weit fassen, dass man sagt, alles klar, die Tabelle fasst sogar 15 Einträge, also dass man auch viel mehr sehen kann. Man kann aber auch durch die Tabellen hier durch scrollen und dann kann man halt rückwirkend weiter zurückschauen. Man kann auch einfach das Panel ändern, eine Barchart draus machen oder das Chart halt eben komplett entfernen oder die Tabelle entfernen und so weiter. Das ist halt eben echt modular, einfach schnell gebaut und genau dafür ist es auch echt gut. Und ich glaube, damit haben sie ja auch auf der Startseite bei sich geworben für mal eben schnell angeguckt anhand von den Logs, egal welcher Webserver ich habe. Und wenn ihr wirklich irgendwas Spezielles haben solltet, er braucht eigentlich nur die Timestamps mit wann, wo steht was und er, also einfach eigentlich nur den Timestamp und kann den Rest einfach automatisch analysieren und erkennt, okay, was war das für ein Aufruf, HTTPS, HTTP, HTTP 1.1, HTTP 2, wie auch immer, das erkennt er halt eben alles automatisch anhand der Logdatei. Ich weiß gar nicht, wie häufig habe ich jetzt in diesem Video Logdatei gesagt? Egal. Auf jeden Fall, für den schnellen Aufruf finde ich das cool. Für die, die sowieso gar kein Monitoring irgendwie aktiv haben oder einfach mal was sehen wollen, was ist bei ihm irgendwo so los auf dem Server, kann ich das Ganze wirklich nur empfehlen, auf die Schnelle eben ausgerollt. Deswegen fand ich auch so toll, euch am Anfang das Semper-Video willkommen auf die Schnelle gezeigt aufzudrücken, weil das halt eben hier auf die Schnelle gezeigt ist. Wie gesagt, ein paar Ausrollmöglichkeiten und ein paar Befehle, die ich gesagt habe, okay, die kann man noch fertig zeigen, packe ich bei mir auf die Webseite in den Blog, einfach hier unten in den Kommentaren gucken. Ansonsten vielen Dank vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.